Der US-Leitindex S&P 500 mit der schlechtesten ersten Septemberwoche, seit es den Index gibt, also seit 1953. Und jetzt war die Stimmung ein bisschen eingetrübt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Viele hatten Absicherungen gekauft, Puts, und die müssen jetzt wahrscheinlich eindecken, denn heute geht es nach oben. Ist jetzt irgendwas anders als letzte Woche? Hätten wir jetzt mehr Grund, irgendwie für die Wirtschaft etwa der USA optimistischer zu sein? Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben es wahrscheinlich mit Mechanik zu tun, also mit der Eindeckung von Puts, die eingegangen wurden als Absicherung innerhalb einer sehr negativen Stimmung. Und heute, da sehen wir erstmal, es geht in die andere Richtung vor den eigentlich maßgeblichen Events, nämlich dieser Debatte zwischen Trump und Harris in der Nacht auf Mittwoch und dann den Inflationsdaten, auf die die Fed vielleicht nochmal reagieren wird. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir diesen brutalen oder diese brutale erste Septemberwoche. Das war schlechter als 1987, schlechter als 2001. Das waren ja alles großartige Börsenjahre dann. Schlechter als 2008 und auch schlechter als 2015. Das war ein relativ unauffälliges Jahr. Also da ist schon durchaus was passiert. Die Stimmung dementsprechend, wenn die Kurse so stark nachgeben. Also hat man sich gesagt, gut, wenn, dann kaufen wir irgendwas Defensives. Und das ist das Muster, das wir eigentlich seit Jahresbeginn sehen. So still und heimlich ist der Tech-Sektor überhaupt nicht mehr der Superstar, sondern es sind solche defensiven Sektoren wie Utilities, Consumer Staples und so weiter. Das sind diejenigen, die richtig zulegen konnten. Warum, werden wir gleich sehen. Jedenfalls ist das ein defensiver Sektor oder sind das defensive Sektoren, die gut gelaufen sind. Und heute sehen wir, dass Tech wieder ganz gut läuft. Nachdem Tech ja im Juli ein neues Allzeithoch in Relation zum S&P 500 erreicht hatte, also da war schon ziemlich viel Euphorie eingepreist. Jetzt sehen wir diesen Rücksetzer. Wir sind jetzt nur noch knapp über dem Dotcom-Blasenhoch im März 2000 und das vor dem Hintergrund eines sehr, sehr sportlichen KGVs. Je röter, umso teuer eine Aktie, etwa eine Apple mit einem KGV von 29, Nvidia 25, Microsoft 26, Amazon 29, Google vergleichsweise günstig mit 17. Also wir sehen, die Märkte sind jetzt immer noch nicht gerade wirklich günstig bewertet, auch wenn wir da ein bisschen mal, naja, Luft abgelassen haben aus der ganzen Geschichte, könnte man sagen. Interessant übrigens auch, dass die PEG Ratio, also eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem Preis einer Aktie und dem erwarteten Gewinnwachstum einer Aktie bemisst, dass das besonders ungünstig ist bei Apple. Je röter, auch hier wieder, umso teurer, über 3 bei Apple, bei Microsoft 2,3, bei Nvidia sogar positiv, weil man eben ein enormes Gewinnwachstum erwartet. Mal schauen, ob das kommt. Eine Google ist auch hier vergleichsweise günstiger. Teuer sind zum Beispiel Walmart, Costco, also diese Einzelhändler, die zuletzt gut gelaufen waren. Heute beginnt ja oder wird ja dieses Apple-Event stattfinden und die Frage ist, naja, was werden die bringen? Das iPhone 16, okay, aber welche Features sind drin? Und hier heißt es, man erwartet wohl keinen neuen Supercycle. Also im Grunde ist das das Eingeständnis, dass die Leute jetzt nicht massenhaft iPhone 16 kaufen werden und ihre alten iPhones wegschmeißen, weil da so ein paar KI-Features drin sind, deren Sinn wahrscheinlich eh noch niemand so wirklich durchdrungen hat. Aber die Stimmung ist nach wie vor super. Hier sehen wir mal, die Wall Street Analysten, die mögen eigentlich so ziemlich jede Aktie, die sie hier sehen im S&P 500. Alles, was knapp über 1 ist, ist besonders beliebt. 1 ist Strong Buy, 2 ist Buy. Also je näher eine Aktie hier an 1 kommt, umso mehr Strong Buys, umso mehr stark zukaufen Empfehlungen gibt es. Eine Nvidia mit vorne, eine Microsoft. Also wir sehen, da ist im Grunde kaum eine Aktie dabei, die von Wall Street Analysten nicht zum Kauf empfohlen wird. Das ist vielleicht, naja, es entspricht eigentlich nicht der Realität, weil es ja immer Aktien gibt, die sich schlecht entwickeln, andere, die sich besser entwickeln, aber hier entwickeln sich alle gut. Und wir sehen, wir sind beim S&P 500 jetzt immer noch in der 92. Perzentile seit dem Jahr 2000. Der Nasdaq 100 ein bisschen billiger geworden, nur noch in der 82. Perzentile. Die Magnificent 7 in der 80. Perzentile. Also es ist nicht gerade billig.
Trotz dieses Rücksetzers, der ja jetzt immer noch nicht ein Beinbruch ist, wir sind ja jetzt beim S&P 500 am Freitag auch nur 4-5% unter dem Allzeithoch gewesen. Die Risk-Sentiment-Indikatoren sind nach wie vor auch ziemlich weit oben. Also von Panik kann man hier nicht sprechen. Man kann auch übergeordnet im längeren Zeitfenster nicht sagen, dass die Aktienmärkte jetzt schon überkauft gewesen wären. Sie waren kurzfristig ein bisschen überkauft. Dazu diese Puts, die vor allem hier maßgeblich gekauft wurden. Hier sehen wir mal, hat sich jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen geändert. Wir sehen den Dow Jones deutlich im Plus, Nasdaq, S&P, alles gut im Plus. Der WIX mit 10%, gut 10% im Minus. Wir sehen eine Nvidia, vor allem eine Amazon. Nicht so gut läuft die Apple bisher vor diesem Event, das jetzt dann gleich anfangen wird. Und das ist das, was ich meine mit den Puts. Wir haben einen sehr steilen Anstieg von Puts jetzt gesehen, noch am Freitag. Wir haben jetzt fast so viele Puts wie Calls. Das ist ungewöhnlich. Normal ist das deutlich geringer. Und immer wenn das schnell nach oben schießt, dann sehen wir irgendwie eine Wende erstmal an den Märkten. Sehen wir mindestens eine Erholung an den Märkten. Genau das ist heute passiert. Jetzt ist aber die Frage, naja, was macht die Fed? Wir sehen, die Märkte haben sich im Prinzip jetzt abgefunden damit, dass die Fed nächste Woche die Zinsen nur um 0,25% senkt. So eine 73-prozentige Wahrscheinlichkeit wird da eingepreist. Jetzt haben wir ja am Mittwoch nochmal die Inflationsdaten. Und wenn jemand das kommuniziert, dass es vielleicht doch mehr als 0,25% wird, dann kann es nur einer sein, nämlich Nick Timiraos vom Wall Street Journal, genannt Nicky Leaks, denn die Fed ist in der Blackout Period, man darf sich nicht mehr äußern, kann also nicht reagieren offiziell auf die am Mittwoch kommenden Inflationsdaten, also muss man das indirekt tun und das kann dann eigentlich nur einer sein, nämlich Nick Timiraos, der schon am Freitag für Marktbewegung gesorgt hat, als er die Aussagen von Waller interpretiert hatte, der gesagt hatte, naja, eine 0,5er-Senkung, da bin ich durchaus offen. Nick Timiraos dann in einem Tweet hat diese Aussage in einen Zusammenhang gestellt und meinte, nein, nein, der meint nicht 0,5, bums, die Aktienmärkte am Freitag wieder nach unten, aber heute geht es ja wieder ein bisschen nach oben. Was ist das Problem, wenn jetzt wirklich die Fed 0,5 senken würde? Es wäre das Eingeständnis, dass die Rezession wahrscheinlich schon da ist. Das könnte die Märkte durchaus mehr belasten, als wenn die Fed nur 0,25% senkt. Trump würde das erstmal gut finden, wenn sozusagen die Märkte vielleicht nochmal ein bisschen runterkommen. Das würde seine Chancen verbessern. Und die Fed ist sich durchaus ja bewusst, dass es ohnehin dauert, bis diese Zinssenkungen wirken. Aber die Demokraten werden natürlich sagen, ja, wenn die Wirtschaftsdaten jetzt schlechter werden und die Fed im Juli nicht gesenkt hat und jetzt im September nur 0,25 senkt, das ist doch nicht so richtig hübsch. Das schmälert unsere Wahlchancen. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Fed ja sehr stark jetzt ihre Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarkt gerichtet hat. Und alles, was die Fed-Mitglieder sagen, ist, naja, der hat sich abgekühlt. Das ist eine Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität. Und wenn ich ein solches Mindset habe, wenn ich also sage, ja, das ist ja eine gewisse Normalisierung, dann muss ich nicht panisch mit einer 0,5er-Senkung reagieren. Also die Inflationsdaten am Mittwoch, die müssten schon eiskalt reinkommen, also sehr niedrig reinkommen, damit die Fed sich das überlegen könnte. Die Märkte haben gleichwohl nach wie vor eine schnelle Senkung eingepreist. Bis Ende diesen Jahres sollen die Zinsen auf 4,16% sinken. Wir sind ja jetzt in diesem Korridor 5,25 bis 5, also wenn man so will 5,37%. Dementsprechend würde also das voraussetzen, dass die Zinsen etwa um 1,2% sinken. Das heißt, wenn die Fed jetzt nächste Woche nur 0,25 senkt, dann müsste sie mindestens zweimal noch bei den verbleibenden Sitzungen um 0,5 senken. Also da ist eine Menge eingepreist. Mal sehen, ob das Ganze wirklich so passiert. Weiter geht's im zweiten Teil des Marktgeflüsters, wo wir uns nochmal die Performance anschauen, die zu erwarten ist in nächster Zeit. Was dürfte da kommen? Welche Faktoren spielen hier eine entscheidende Rolle für die Aktienmärkte insgesamt? Und dann schauen wir nochmal auf Europa. Da wird ja die EZB die Zinsen senken in dieser Woche. Und Mario Draghi hat sich geäußert und hat gesagt, wir brauchen mehr Geld. Ihr Deutschen, ihr müsst ein bisschen mehr Geld, ein bisschen Gemeinschaftshaftung machen. Allora, ich hoffe, Sie sind dabei. Ich werde den Link unter das Video wieder posten, sodass Sie auch im zweiten Teil dabei sind. Würde mich sehr freuen. Also bis gleich. Servus, ciao.